Die Natur kann unglaublich viel Gutes für uns tun. Sobald wir einen Schritt vor die Tür machen, haben wir natürliches Licht, was unseren zirkadianen Rhythmus steuert. Wir sind wieder in Kontakt mit dem Magnetfeld der Erde. Wir haben ganz, ganz viele thermische Reize. Im Sommer die Hitze, im Winter die Kälte und unglaublich viel andere Vorteile, wie zum Beispiel Terpene, wenn wir im Wald sind. Das sind Duftstoffe. All diese Sachen wirken auf unseren Körper ein und bestimmen, wie wir uns fühlen, wie wir uns verhalten, aber auch eben, wie gesund wir sind. Das heißt, Natur kann heilen. Und deshalb ist die Natur für mich auch die reinste Form des Biohacking. Das heißt, wir versuchen im Biohacking immer nur die Natur nachzuahmen, was natürlich nie gut klappt, aber besser ist, als unser Lifestyle so in Gebäuden zu leben, wie wir das sonst den ganzen Tag machen. Und heute habe ich das große Glück, das, was ich gerne mache, nämlich raus in die Natur zu gehen und Outdoor zu sein, mit dem, was ich als Beruf mache, als Biohacker Experimente für die Gesundheit machen, eben miteinander zu verbinden und nehme euch mit auf eine ganz besondere Reise auf nach Österreich. Hey Leute, die letzte Zeit habe ich mich unheimlich viel auf YouTube rumgetrieben, um den Kanal zu boosten und bin immer wieder bei den ganzen Bushcraft-Videos hängen geblieben. Und out of nowhere wurde ich dann von knapp 2 Wochen eingeladen vom guten Da Tiroler bei einem YouTuber Bushcraft-Treffen einfach mal bei einem sogenannten Overnighter mitzumachen. Das kann ich mir nicht entgehen lassen und bin jetzt gerade auf dem Weg zur Jufenau im Tirol, um dort eben bei diesem Treffen bei zu sein und bin mega gespannt, was mich so erwartet. Angekommen in Österreich, haben wir uns direkt herzlich begrüßt. Man war eine große Familie. Und was für mich total spannend war, ist zu sehen, jeder wusste direkt, was er zu tun hat. Das heißt, wie ein Ameisenhaufen in der Natur hat jeder seine Aufgabe und wusste direkt, wo sein Platz ist. Was mich jetzt super interessiert, ist, was andere Menschen hier in die Natur zieht und was deren Gründe sind, so viel Zeit eben draußen zu verbringen. Ich bin der Thomas vom Kanal Outdoor. Was ist so das, was du dir aus der Natur für dich rausholst? Ausgleich. Ausgleich. Ausgleich zum Alltag eigentlich. Zum Beruflichen und alles, was dazu gehört. Auf jeden Fall Ausgleich. Die Ruhe. Wenn man einen stressigen Job hat oder Hektik, man kann in die Natur gehen und es ist einfach nur ruhig. Man genießt einfach die Zeit draußen. Ja, das draußen sein. Einfach die Ruhe. Ich bin irrsinnig gern früher schon draußen gewesen, habe draußen geschlafen. Früher ist mir psychisch nicht so gut gegangen. Habe ziemlich gewütet in meinem Leben und dann habe ich das halt durch den Bear Grylls für mich entdeckt. Relativ schnell festgestellt, Bear Grylls ist zwar nicht das Wahre, das kann ich irgendwie besser oder zumindest spaßiger. Und ja, und das gibt mir einfach Kraft und taugt mir und motiviert dann immer weiter, auch weitere Grenzerfahrungen zu machen und sich selbst besser kennenzulernen. In der Natur faszinieren mich vor allem 3 Sachen. Das erste ist das Thema Abenteuerfreiheit, was einfach mein Motivator war für mein Ego, rauszugehen und eine geile Zeit zu haben. Das zweite Thema, man sieht Ergebnisse. Als Unternehmensberater produziert man viel heiße Luft, bist du aber in der Natur, siehst du sofort Ergebnisse, ob du Holz gehackt hast, Feuer gemacht oder Essen gekocht hast. Und das gibt dir eine ganz tiefe innere Zufriedenheit. Und das dritte ist für mich diese ganze Gemeinschaft. Hier hat es jetzt auch nicht lange gedauert und ich habe mit dem Dominik von Waldfuchs jemand gefunden, der mir direkt aktiv angeboten hat, mit mir ein neues Tarp-Setting, also das ist diese Plane, mit der man sich ein Nachtlager bauen kann, einfach auszuprobieren und konnte von ihm wieder einige coole neue Kniffe lernen. Mein Biwak für heute, das steht, war jetzt noch ein ganzes Stück Arbeit für ein sehr simples Setup, was wir eigentlich gemacht haben. Einfach Tarp schräg abgespannt und eine schöne Schneegrube mit einem kleinen Kältegraben. Aber wie man sieht, haben jetzt alle Jungs schon ihr Lager aufgebaut. Wir haben 8 Schlafplätze gemacht, das Feuer brennt und langsam wird es auch echt mega kalt. Und ich muss sagen, ich kriege tierisch Hunger. Bin gespannt, was der Koch so macht. Über den Tag hinweg haben wir in der Natur natürlich die harte Arbeit, die Ergebnisorientierung und diesen permanenten Gleichklang. Das heißt, wir schwingen im Rhythmus der Natur und bewegen uns mit ihr. Für mich wird es aber interessant, wenn die Sonne untergeht und das Feuer brennt. Denn dann gehen wir auch seelisch eine Ebene tiefer und sind auf einem ganz tiefen Level. Und anders als ich das jetzt aus dem Büro oder aus meinem normalen Lebensumfeld kenne, ist man direkt in ganz tiefen Gesprächen. Die Leute erzählen, was sie so bewegt. Man teilt Geschichten. Ich glaube sogar im Winter öfter draußen als im Sommer. Weniger Mückenzecken etc.
Man teilt spannende Momente in seinem Leben, auch Kummer und Trauer, also alles, was zum Leben eben dazugehört, bis man irgendwann angenehm müde, einfach K.O. ist und sich in sein warmes Nest verzieht. So, das ist es jetzt also. Das ist mein Tarp. Man sieht, das Tarp ist gefroren. Es ist arschkalt. Ich muss jetzt selbst die Jacke anziehen, damit ich noch mit euch reden kann. Bin gespannt, wie das so wird in der Nacht. Was ich aber heute gemerkt habe, ist, dass ich den ganzen Tag wieder natürliches Licht hatte. Und das heißt, mein ganzer zirkadianer Rhythmus schwang wieder im Rhythmus mit der Natur, was die letzten Tage definitiv nicht so war. Und ich bin jetzt auch mega früh müde geworden. Es ist 11. Wir gehen jetzt alle ins Bett. Die angenehme Campingmüdigkeit kann auch an dem Met liegen. Die schlägt jetzt zu und jetzt hoffe ich, dass mir meine Zehen nicht abfrieren. Ich hoffe, euch damit ein bisschen neuen Einblick ins Biohacking und Naturverbundenheit gezeigt zu haben. Und sag mal, gute Nacht, bis morgen. So schnell sind 24 Stunden Outdoor um. Survival, ein Overnighter mit den Jungs vom Bushcraft Channel. Es war geil. Also unglaublich geile Zeit gehabt. Aber es war auch saukalt. Man hört, ich bin jetzt heiser. Hinter mir räumen die Jungs alles noch auf und bauen ab. Jetzt wird das Lager eben ruckzuck abgebaut. Dann ist, glaube ich, auch jeder froh, wenn er nachher wieder im Warmen ist. Mir hat das aber unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe halt ganz viel für mich mitgenommen. Wir hatten super Gespräche bei dem Met, einfach über die ganze Bushcraft-Szene, über das Thema YouTube, wie man da noch viel mehr rausholen kann. Jetzt ist Zeit aufzubrechen. Dominik, hat mich mega gefreut. Ja. Ich hoffe, das Winterbivak hat euch gefallen. Es war eine mega coole Erfahrung. Ich weiß jetzt, dass ich nicht nur im Eis schwimmen oder wandern kann. Nein, ich kann auch bei minus 7 Grad draußen im Schnee schlafen und zwar ohne Zelt. Ich hoffe, euch hat das viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Es kommen demnächst noch ein paar mehr Outdoor-Videos. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Euer Rolf.